Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video umfassend die Operatoren, die in C# zur Verfügung stehen, angeschaut. Und jetzt in diesem Video schauen wir uns Datum und Zeit an und welche Typen man dazu verwendet, um eben mit Datum und Zeit zu rechnen. Und die wichtigen Typen sind eben DateTime und TimeSpan. Wir machen einfach ein kleines Beispiel in dem Video, wie man diese Typen verwendet. Also ich sage einfach mal meinen Geburtstag. Ich initialisiere eine neue DateTime-Struktur. Über einen Konstruktor. Was haben wir hier? Wir haben hier den New-Aufruf und dann rufen wir einen speziellen Konstruktor der DateTime-Struktur. Obwohl hier New steht, das hatten wir ja auch in dem vorherigen Video schon gesagt, ist das trotzdem kein Referenztyp DateTime, wenn wir mal mit F12, wenn wir über dem Typen mit dem Cursor sind, kommen wir hier eben zur Definition von DateTime, die recht groß ist, wie man sieht. Das Wichtige, was man hier auch sieht, ist eben, dass es eine Struct ist und keine Class, wie wir später kennenlernen. Und alle Structs in C# sind eben Wertetypen und kommen damit standardmäßig direkt in den allokierten Speicher auf dem Stack. Okay, dann haben wir jetzt hier eben mein Geburtsdatum erstellt und dann gibt DateTime noch eine sehr andere wichtige Funktion mit. Das ist eben DateTimeNow. Das ist eine statische Eigenschaft. Was das genau ist, schauen wir uns auch noch in einem späteren Video an. Nichtsdestotrotz, über diesen Ausdruck DateTime.now kann man das jetzige aktuelle Datum, ich glaube Millisekunden genau, abgreifen. Und was man jetzt machen kann, ist mit diesen DateTimes eben rechnen. Und zwar kann man zum Beispiel den jetzigen Zeitpunkt mit meinem Geburtsdatum abziehen. Und wenn wir eben zwei Zeitpunkte voneinander abziehen, dann kommt letztendlich eine Zeitspanne raus. Und diese Zeitspanne spiegelt dann ja wohl offensichtlich mein aktuelles Alter mit. Und mit console_writeline kann ich dann auf mein Alter und dort wiederum auf die Tage zugreifen. Das heißt, was macht dieses Programm? Das zeigt an, wie viele Tage ich hier schon auf der Erde rumspaziere. Und wir schauen jetzt mal genau, wie das noch funktioniert. Wir haben hier eben einmal mein Geburtsdatum initialisiert, dann mit Now greifen wir eben den jetzigen Zeitpunkt ab. Und mit dieser Anwendung des Subtraktionsoperators wird eben letztendlich nicht mehr eine DateTime, wie man hier oben sieht, berechnet, sondern eine sogenannte TimeSpan. Das ist also eine Zeitspanne. DateTime kann man als Zeitpunkt sich quasi vorstellen. Ja, und wenn wir dann mein Alter berechnet haben, dann gebe ich jetzt eben auf der Konsole mal die Anzahl der Tage aus, die ich jetzt schon hier auf der Welt bin. Und das sind offensichtlich 9896. Das heißt, ich kann bald meinen 10.000. Tag feiern, so wie das ausschaut. Ja, dann fragt man sich natürlich, wie kann ich denn jetzt eigentlich bei
einer Date-Time zu einer anderen Date-Time springen, indem ich sozusagen, was weiß ich, eine bestimmte Anzahl von Tage hinzufüge. Das geht natürlich auch. Wir können beispielsweise sagen, jetzt.addDays. Und hier gibt man eben ein Double Value an. Das heißt, man könnte auch teilweise Tage hinzunehmen. Und wenn wir das hier zum Beispiel mit 30 gemacht haben, dann wären wir jetzt sozusagen fast einen ganzen Monat in der Zukunft. Also jetzt, wo ich diese Aufnahme mache, ist gerade März. März hat 31 Tage. Das heißt, wir würden so folglich beim 17.04. rauskommen, wenn wir das jetzt machen. Wichtig ist, dieses addDays, diese Funktion verändert nicht diese Struktur hier vorne, sondern wir müssen vom Rückgabewert diesen wiederum auf jetzt festlegen. Und dann können wir einfach mal das Datum ausgeben auf der Konsole. Und wenn wir bis zu dieser Zeile laufen und das ausgeben, dann steht hier offensichtlich als zweite Ausgabe, Moment, der 17.04.2014 um 8.12 Uhr. Genau. Ja, das war jetzt eine kleine Einführung, wie man mit Datetime und Timespan umgeht. Es gibt noch viel mehr, was diese Strukturen zur Verfügung stellen. Das werde ich jetzt aber in diesem Video jetzt nicht genau besprechen. Das, was man am häufigsten braucht, so im Programmieralltag, ist, sich mal das jetzige Datum zu holen. Und ja, man kann natürlich damit rechnen. Wer mehr über diese Typen erfahren möchte, es gibt im Normalfall zwei Möglichkeiten, wie man das macht. Man geht auf den Typen mit dem Caret oder Cursor und drückt F12 auf der Tastatur. Und dann kommt man eben zur Typdefinition und kann sich hier mal anschauen, was gibt es denn hier überhaupt alles. Also offensichtlich gibt es einen Maximalwert, den diese Struktur annehmen kann, und einen Minimalwert. Und wenn man hier an der Seite diese Pluszeichen aufklappt, dann bekommt man auch noch einen Kommentar dazu. Represents the largest possible value of system date time und so weiter. Und wenn man damit noch nicht weiterkommt, was hier definiert ist, was am Anfang natürlich der Fall ist, häufig, weil man noch nicht alle Konstrukte, die C-Sharp bereitstellt, beherrschen und dadurch Probleme haben, solchen Code zu identifizieren. Was macht denn das überhaupt? Gibt es auch die Möglichkeit, dass man auf einem Typen, genauso wie vorher, einfach F1 drückt und dann kommt man eben auf die entsprechende Seite der MSDN. Wobei das hier nicht ganz so gut ist, weil wir kommen hier auf das .NET Micro Framework. Und deswegen geben wir hier oben nochmal Datetime ein und kommen hier dann eben ins .NET Framework 4.5. Also darauf sollte man achten, dass man in der aktuellsten Version, wenn möglich ist. Und hier sieht man dann nochmal alle Mitglieder der Struktur aufgelistet, die man nutzen kann. Verzeihung. Und hier unten bei den Remarks wird es dann sehr interessant. Hier steht dann nämlich noch dabei, wie diese Datetimes aufgebaut sind, also ein bisschen Prosa-Text, wie kann man sie einsetzen. Und hier gibt es anscheinend auch noch Links zu anderen, also zu diesen Überschriften jeweils. Und natürlich Beispiele. Gut. Man kann bei der Ausgabe natürlich sagen, ich möchte das noch auf gewisse Art und Weise formatieren. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns aber in einem späteren Video an. Also man kann zum Beispiel angeben, ich möchte von dieser Datetime
nur das Datum ausgeben, nicht den Zeitpunkt, also quasi Stunden, Minuten und Sekunden beispielsweise. Das geht alles. Wir schauen das uns aber explizit an, wenn wir etwas mehr über Klassen- und Objektorientierung wissen, und das ist das, womit wir uns in den nächsten Videos beschäftigen werden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Video.